Nach vielen Jahren im Mösler Stadion hier unten heißt es jetzt 1 Kilometer weiter Lichter an im Dreisamstadion oben. Eine neue Zeitrechnung für die Frauen des SC Freiburg. In Spiel 1 geht es heute gegen den 1. FC Köln im Duell 7. gegen 8. Freiburg in Rot-Weiß mit zu Beginn der ersten Unkonzentriertheit. Erste Spielminute, die Chance für Mandy Isla-Kahr für den 1. FC Köln, aber den setzt sie drüber. Köln auch dann in den folgenden Minuten die bessere Mannschaft. Aktiver Borggräbe, so ein Bock auf Sharon Beck und das 0:1. In der 9. Minute der Doppelbock von Raffaela Borggräbe gegen die Geißböcke hier. Der Schuss, und auch den muss sie ja vielleicht noch halten. Erster Fehler, dann auch unkonzentriert. Und immer nur die in Schwarz spielenden Kölnerinnen. 23. Minute, Tavis Tavska, 0:2. Klasse der Ball von Islaka auf Tavis Tavska und die erhöht auf 2 Tore. Köln hat noch nie in der ersten Liga auch nur einen Punkt gegen den SC geholt. Jetzt sah schon gut aus, aber dann die Latte in der 25. auch Rebecca Knag und der SC jetzt angemeldet. Schon die Nachspielzeit des ersten Durchgangs. Nochmal Völmli, Mimiti, letzte Aktion vor der Pause und das 1:2. Ereleta Mimiti blickt nochmal in die Mitte und dann glückt der Ball vom Rücken nochmal ins Tor. Pauline Nelles kann da nichts mehr verhindern. Also mit diesem glücklichen Anschlusstreffer ging es dann in die Pause vor den 505 Fans im Dreisamstadion. Aber nochmal ein Lebenszeichen von den Freiburgerinnen. Und im 2. Durchgang nahmen sie den Schwung mit. Hatten Chancen wie hier zum Beispiel. 50. Spielminute. Rebecca Knag ganz knapp neben das Tor. Die 2. Halbzeit geht ganz klar an den SC Freiburg. Die taten alles für diesen Ausgleich. Wir sind schon in der 94. Zikai! Und klasse gehalten von der sehr guten Pauline Nelles im Kölner Tor. Aber nach diesem Abschluss gab es immerhin noch einen allerletzten Eckball. Super Schuss von der 17-jährigen Stürmerin. Sie eingewechselt und dann eben die allerletzte Szene. Steuerwald! Und das 2:2. Was für ein Wahnsinn! Im Dreisamstadion, alle waren mit nach vorne gekommen für diesen allerletzten Moment in diesem Spiel am 11. Spieltag. Und dann der Kopfball, perfekt gesetzt ins lange Eck. Nichts zu verteidigen, nichts zu halten. Und am Ende ist es auch ein verdienter Ausgleich für den SC Freiburg. Eine Leistung des Willens zum Ausgleich. Freiburg wollte diesen Ausgleich unbedingt. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das wollte die ganze Mannschaft. Das hat man einfach gesehen. Wir machen in der 45. Minute das Tor und in der 90. oder in der 90. plus 5, ich weiß es nicht genau. Ich glaube, das hat uns heute ausgezeichnet. Einfach diese Mentalität, dass wir unbedingt noch wenigstens diesen Punkt mitnehmen wollten. Sagen, dass wir, denke ich, in der ersten Halbzeit gut reingekommen sind, das Spiel auch irgendwo ja, gut gestaltet haben oder auch vom Ballbesitz her, glaube ich, die Mannschaft waren, die eben auch ja, den größten Teil am Ballbesitz eben auch hatte. Dass wir dann so hektisch in die 2. Halbzeit gehen, habe ich ja nicht ganz verstanden, finde ich auch schade. Aber ich denke, am Ende ist ein Punkt verdient, dass wir den uns teilen. Es war ein intensives und tolles Spiel. Köln hat es super vorgelegt und Freiburg dann vor ihren Fans mit einem starken Finish zum 2:2. Im ersten Ligaspiel im Dreisamstadion. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.